Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Fallout 76. So, alles geladen. Und los geht's. Ja, in der letzten Folge haben wir hier diese Radiostation besucht gehabt und sie erkundet gehabt. Den Sendeturm EMB127. Allerdings seht ihr, haben wir ja hier auch bereits an dem Flatwoods Ausguck verschiedene Orte gesehen, die wir hier in der unmittelbaren Nähe noch haben. Hier die einsame Hütte, die Schwarzbrennerhütte, da diesen Leuchtturm, hier das Bergwerk am Goalie und Slocum Joe's. Da würde ich sagen, machen wir uns als erstes hier auf Richtung Bergflusshütten und erkunden dort ein wenig die Lage. Auf wie geht's? Rettungstruppe, auf wie! Yay! Heute sitze ich mal ein bisschen entspannter. Normalerweise sitze ich ja immer relativ nah am Bildschirm, beziehungsweise... Ich habe sie gefunden. Ja, du hast mich auch schon wieder verloren. Ich bin nämlich weg. Normalerweise sitze ich ja immer relativ nah am Bildschirm. Heute habe ich allerdings ein bisschen Rückenschmerzen und ja, man wird halt nicht jünger. Ihr wisst ja, wie das ist. Und daher bin ich heute relativ weit weg, zumindest in der jetzigen Zeit. Gucken, wenn gleich ein bisschen Anspannung kommt ins Spiel, werde ich höchstwahrscheinlich genauso wie immer da sitzen. Oh, da ist ein Baumhaus. Ist es das Baumhaus, das ich denke? Ist das jetzt schon die Berghütten? Ach, Moment. Bergflusshütten, ja, so schnell ging das. Wir sind tatsächlich schon da. Denn bei diesen Bergflussbaumhütten gibt es, bei den Bergflussberghütten gibt es ein Geheimnis zu lüften. Und das Geheimnis haben wir quasi jetzt schon gelüftet, bevor wir hier aktiv geworden sind. Das ist nämlich dieser Rechner. Gucken wir uns den mal an. Was möchtest du tun? Kreaturen anlocken, automatische Sequenz anhalten. So, und ihr seht, hier haben wir verschiedene Sachen. Sound wiedergeben, Bilder drehen, Kreaturen anlocken, Erdbeben simulieren, Türen der Hütte schließen, automatische Sequenz ausführen. Ja. Mit anderen Worten, hier ist die Steuerungszentrale für die Berghütten, die ja vor 25 Jahren dazu benutzt wurde, um den Besuchern das Grauen zu lehren, indem sich die Bilder von alleine an den Wänden drehten, Erdbeben vorkamen und was weiß ich nicht alles. Die Türen sich von alleine verschlossen. Aber das kann uns erfahrene Geisterjäger ja nicht aufhalten. Who you gonna call? Oh, da ist schon einer. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier ist alles voll Ghule. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Da liegt schon einer. Glaube ich. Map, 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 map. Okay, der macht da einen kleinen Breakdance. Der macht gar nichts mehr. Du hast entdeckt Bergflusshütten. Übrigens, beim Schleichen ist das ja wichtig, sich leise zu bewegen. Und am besten schleicht ihr natürlich, indem ihr ja auch ein wenig langsamer geht. Das kann man sehr gut über den Controller steuern, indem man ihn nur geringfügig nach vorne drückt. Alles mitnehmen, was keine Miete zahlt.
Er wollte eigentlich nur heim zu seiner Erna. Aber jetzt hat er Heim. B. Sodbrennen hat er auch. Und der hat Rückenschmerzen. Hoppala! Greif mich nie wieder von hinten an. Nie wieder. Okay. Ja, diese Bilder konnten sich zum Teil alleine drehen. Ich meine, wenn man da im Dunkeln hingegangen ist und dann erst hat man so ein Schreien gehört und dann haben sich die Bilder gedreht, auf einmal waren die Türen verschlossen gewesen. Hammergeile Stimmung, sage ich euch. Hammergeil. Ich weiß auch nicht, wo hier die Schnüre langlaufen. Aber ja, und dieses Rätsel galt es zu lösen und dieses Rätsel wurde gelöst, indem wir da oben einfach an dem, in dem Baumhaus den Computer deaktiviert haben. Rita, die Feuerteufelin. Hören wir uns mal an. Hey Rita, du schläfst gerade und genießt deine letzte Nachtruhe für Gott weiß wie lang. Da dachte ich mir, dass ich was für dich aufnehme, damit du an mich denken kannst, während du in der Feuerwache von Charleston eingesperrt bist und für die prestigeträchtige Gelegenheit trainierst, dich mit dem Rest dieser Irren von den Feuerteufeln kopfüber in ein paar Bergwerksbrände zu stürzen. Hey, aber ganz ehrlich, kein Responder wäre besser für diese Truppe geeignet als du. Vergiss bei diesem tollen neuen Training nur nicht die Grundlagen. Überprüf immer, ob alles dicht ist. Wenn was passiert, heißt es stehen bleiben, hinlegen und rollen. Die Reihenfolge ist wichtig. Und vor allem, lass dich nicht anschmoren. Dein jetziger Anblick gefällt mir immer noch am besten. Da wollte jemand Eindruck schinden bei der guten Frau, indem er ein sehr flaches Kompliment abgelassen hat. Aber lieber ein sehr flaches Kompliment wie gar kein Kompliment, sage ich immer. Was ist da am Leuchtturm? Der Weg zur Erleuchtung. Nee, der interessiert uns jetzt gerade nicht, der Weg zur Erleuchtung. Are you enlightened? Oh, Grillen sind wieder am Zirpen. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber mich beruhigt dieses Grillenzirpen immer ungemein. Ich finde das so unglaublich entspannend. So, in welche Richtung laufen wir denn? Wir laufen einfach stur Richtung Norden. Ah, da haben wir schon wieder einen. Schien auf irgendwas zu warten. Na, geht's dir gut? Ja?
Schweigen im Walde, alles ist ruhig. Ich habe die Musik in dem Spiel übrigens extra leise gestellt. Ich habe das in den Kommentaren gelesen, dass ab und zu mal gefragt wurde, hier von wegen, hey, wo ist denn die Musik? Gibt es in dem Spiel keine Musik? Mach doch ein bisschen die Musik an. Nein, das habe ich extra nicht gemacht, damit mich Maulwurfsratten finden. Dämliche Viecher. Fängt das schon wieder an? Ja, fängt das schon wieder an. Ihr habt sie vor der Flinte. Das Wetz zeigt euch 0% an. Und dementsprechend trefft ihr auch, nämlich gar nicht. So. Nervende Viecher. Sehr nervende Viecher, aber kein Problem, sie sind tot. So, und weiter geht's. Wie in einer der ersten Folgen ja schon bemerkt, kann man hier auch Eisen abbauen. Das ist natürlich immer sinnvoll. Oh. Ach, guckt euch mal die Godways an. Das ist ja geil. So geil. Okay, ich komme da definitiv näher. Who shot first? Mensch, ich weiß, dass ich genau treffe und schieß trotzdem daneben. Das ist zum Kotzen. So, jetzt aber. So kann man natürlich auch Stimpacks verschwenden. Hat es sich wenigstens gelohnt, Stahlschrott? Oh, scheint ein Vertibird zu sein. Ja, es ist ein Vertibird.
Schade. Ich hatte gehofft gehabt, dass wir hier vielleicht eine Art Power-Rüstung finden. Auch wenn ich sie für meinen Skill hier eigentlich gar nicht verwenden kann, aber hätte ich gerne trotzdem eine. Aber was man nicht hat, kann man später noch finden. Wir werden es ja sehen. Immer auf der Suche, alles am Erkunden. Nur so kann man ein Spiel richtig genießen, liebe Freunde. In meinen Augen zumindest. Wie ihr das seht, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn ihr es so sehen solltet, denkt dran, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was macht für euch das Spielgeschehen aus? Ist es eher Action? Wollt ihr Rambazamba im Spiel haben? Oder geht ihr es eher so an wie ich, dass er sagt, ja, erkunden, lernen, Spaß haben, aber alles in Ruhe. Muss hier nicht immer in Hektik sein. So, das ist die Schwarzbrennerei, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Oh, sind hier irgendwelche... Oh, hier juckt es jetzt am Hals. Irgendwelche Gegner da. Genau aus, ne? Doch, Gegner sind definitiv da. Was war das? Da habe ich doch gerade was huschen gesehen. Ratten. Nee, Zecken. Zecken. Meine Fresse. Ja, wie oft kann man an so einem fetten Vieh vorbeihauen? So, jetzt aber. Wo ist sie denn jetzt hin? Ich will mein Blut wieder haben, das die mir abgezwackt haben. Hallo? Kleber fehlt. Okay, wir brauchen müssen Kleber finden, also gehen wir hier einfach auf X und schon suchen wir Kleber. Ich habe dich gehört. Du warst nicht leise genug.
Okay, das ist jetzt von einem anderen Spieler das Camp-System. So, und wie man sieht, kann ich nur auf mein Camp-System zugreifen, aber nicht auf sein Camp-System. So, gucken wir mal eben auf der Karte. In welche Richtung müssen wir denn jetzt? Wir müssen nach Osten. Ups. Was war das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mich da getroffen hat oder ob ich in eine Falle reingelaufen bin, die ich einfach nur nicht gesehen habe. Schaden habe ich anscheinend nicht genommen. Sieht zumindest nicht danach aus. Höre dir den ersten Eindruck des Tagebuchs der Aufseherin an, habe ich doch gemacht. Oh. Wo bist du? Noch weitere? Hab dich. Nichts für ungut, Jungs. Seid mir nicht böse. Aber das ist die beste Lösung für euch und für mich. Denn unseresgleichen kann nicht zusammenleben.
Was ist das? Das ist das Klo der beiden. Ah ja. Gebratene Hirschhaut. Lecker. So, gebratene Hirschhaut. Das Rezept findet ihr hier. Gar nicht weit weg vom Vault 76. So, erstmal runter zu dieser Hütte. Da hinten ist sie schon. Und dann zu diesem Leuchtturm. Vielleicht können wir ja noch ein paar weitere Punkte freischalten. Gucken wir mal. Dies ist natürlich nicht der effektivste Weg, um zu leveln, muss ich ehrlich zugeben. Man levelt wesentlich schneller. So, jetzt sieht er mich auch richtig. Man levelt wesentlich schneller, wenn man an diesen Events teilnimmt, habe ich festgestellt. Nur da bin ich einfach nicht der Mensch für. Ich bin kein großer Player, der gerne mit anderen zusammenspielt. Dafür mache ich zu gerne mein eigenes Ding und habe auch meinen eigenen Kopf. Hunde. Eine Fresse. Ja, springt ihr ruhig. Ihr habt es auch genau gesehen, ich habe doch genau drauf gezielt. Jetzt aber. Das hat sich schon mal gelohnt. Geh mir nicht auf den Geist, du selten dämliche Töle. So, die sind tot. Waffenwerkbank. Starlight-Kriecher. RUV 1/2. Das scheint eine chemische Formel zu sein. Da ist auch ein Periodensystem der Elemente. Was sucht ein Periodensystem der Elemente in einer Hundehütte? Ich weiß es nicht. Ah. Hallo? So sehr ich Hunde liebe, so sehr verabschiede euch diese Viecher hier. Ekelhaft.
So, ihr habt ja gerade gesehen, dass ich Kleber markiert habe zum Suchen. Und ihr seht es jetzt hier an dem Werkzeugkasten. Klebeband ist mit einer Lupe versehen. Das heißt, das suchen wir. So, und schon haben wir etwas gefunden, was wir gleich verwenden können. Okay, auch dafür brauchen wir wieder Kleber. So, haben wir irgendwas zum Zerlegen? Da haben wir garantiert. Und weiter geht's. Gucken wir mal, wir wollten ja noch Richtung Leuchtturm, dann laufen wir direkt mal zum Leuchtturm hoch. Oh! Eine Kackpraxenhütze. Gucken, ob da jemand noch drin sitzt. Hier hat aber ganz schön einer. Was? Titelloses Gedicht. Hatte ich, glaube ich, schon mal vorgelesen in der Beta. Karger Raum, vom Mondlicht erhellt, im waldigen Forst. Scharfer Fels unter Arumfeldern und dornigen Himmelssträuchern. Himbeersträuchern, okay. Ich habe genug, weiter geht's. Sonst werde ich hier noch psychedelisch. Das muss nicht sein. Nee. Das da vorne scheint der Leuchtturm zu sein, was auch immer das sein mag. Jetzt frage ich euch, Freunde, was sucht ein Leuchtturm mitten in Appalachia, wo es gar kein Wasser gibt? Also kein Meer. Ist hier noch? Bäm! Toxic Valley? Okay, da kommen wir überall später hin. Na, Briefträger. Stufe 7. Opas Stock. Hundefutter in der Dose. Leuchtturm-Souvenire, hoffentlich sind nicht allzu schwierig. Das ist garantiert aus dem Unabhängigkeitskrieg der USA noch ein Überbleibsel, kann ich mir so vorstellen. Einfach ein Aussichtsturm, der den Rebellen... eine Wackelpuppe. So.
Haben wir denn da für eine Wack? Charisma Wackelpuppe. Ein gewinnendes Lächeln ist die schönste Sache der Welt. Du erhältst bei Benutzung 2 Punkte Charisma. Kakerlakenfleisch. Hallo, mein Freund, lass dich nicht stören, ich bin gleich wieder weg. Steh nicht auf, bleib liegen. Injektor, Stummellauf. Okay, das scheinen hier die sterblichen Überreste von Bruder Moncriefs zu sein. Okay, Bruder Moncriefs Notiz. Hohe Priesterin, ich hatte recht. Die Glühwürmchen kommen hierher, um sich zu paaren. Sie werden dabei etwas wild und ich habe mich ziemlich schlimm verletzt. Aber ich konnte genug Leuchtschleim für die Lampe einsammeln. Jetzt muss ich nur noch warten. Der große Mottenmann wird kommen. Er muss einfach kommen. Alter, du hast einen an der Klatsche gehabt. So. Da muss man wahrscheinlich mit einem leeren Holoband später nochmal wiederkommen. Ja, der Leuchtturm hat sich schon mal gelohnt. Denn wir haben eine Radkakerlake erledigt. Yay! Das war knapp. So, und jetzt noch da in das Haus. Das wird garantiert auch von Ghulen überrannt sein. Na, überrannt. Zwei Ghule sind nicht überrannt. War wahrscheinlich die Familie, die hier gelebt hat. Da höre ich ein Radio spielen, wenn ich das richtig höre. Ja, es ist definitiv ein Radio. Das müssen wir jetzt finden. So, und solange werde ich ein bisschen lauter sprechen müssen, denn ich möchte nicht, dass YouTube mir dieses Video... So, jetzt können wir wieder normal sprechen. Da habe ich gerade was aus den Augenwinkeln gesehen. Du steckst mich nicht an. Wenn diese Kakerlaken, dieses chemische Symbol, dieses Atomsymbol vor sich stehen haben, bedeutet das, dass die immer Krankheiten übertragen. Oh, was ist das? Bauplan Lederrüstung mit Taschenkörperteile. Geil. Unter einem Bett gefunden. Hat man auch nicht jeden Tag. Danke, Oma Erna. So. Schirmlose Lampe. Fachbrett. Aufbereitetes Wasser. Schmutziger Aufstellbildrahmen. Lernen wir erstmal den Bauplan. So. Jetzt fängt das Skillen wieder an, das Hacken wieder an und ich hasse das wie die Pest. Aber gar kein Problem. Ah, da sehe ich schon einen. Hier. Da. Toll.
Swiss. Ich nehme mal an, dass es irgendwas mit S am Anfang ist. Okay, vielleicht Herbs, dass das S am Ende steht. Zick. So, haben wir hier noch irgendwas mit T? Teeth. Okay, T ist es schon mal nicht. Scheint das H zu sein. Ach, weißt du was? Leck mich am Arsch. So. Die Riesenteekanne, seit 1938 mit den höchsten Auszeichnungen gekrönt. Sweetwater Teemischungen zeichnen sich durch ihren feinen Geschmack und ihr exquisites Aroma aus und sind der perfekte Begleiter für einen unterhaltsamen Abend oder eine ruhige Mahlzeit. Das Feinste, was Appalachia zu bieten hat. Besuchen Sie die Riesenteekanne noch heute. Nehmen wir mal mit. Okay. Da ist nichts, da ist auch nichts drin. Ja, das war dieses Bauernhaus gewesen. Na, ja, dieses Bauernhaus, dieser Leuchtturm. Dark Knight Weaver. Den haben wir da oben. Ist ja egal. So, dann laufen wir jetzt hier erstmal Richtung Slocum Joe's. Wenn ich die amerikanische Flagge sehe, muss ich immer an John Wayne denken. Ich bin ja ein großer John Wayne-Fan. Und der hat einmal gesagt, klar salutiert er gerne vor der amerikanischen Flagge. Er kenne keine bessere Flagge, vor der man salutieren sollte. Muss ich ihm zum großen Teil leider recht geben. Weil vor der russischen Flagge werde ich garantiert nicht salutieren und die deutsche, naja. Auch wenn ich der deutschen Flagge jahrelang gedient habe, meine besten Jahre geschenkt habe. Aber das Gelbe vom Ei war es nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe vom Vaterstaat sogar einen Arschtritt nach dem anderen bekommen. Aber das gehört hier nicht hin, das ist Vergangenheit. Ich sag euch nur, Freunde, verpflichtet euch nicht bei der Bundeswehr. Geht nicht nach Afghanistan und lasst euch nicht anschießen. Dann habt ihr ein besseres Leben. Aber so viel zu dem Thema. Es gibt Wichtigeres, wie zum Beispiel Fallout 76. Das war jetzt gerade ein kurzer Anflug von Verbitterung gewesen. Ja, ich war früher Soldat gewesen. Ich war Zeitsoldat gewesen. Im Rang eines Feldwebels. Oh, das ist eines Mitspielers Hütte, wie man sieht an den Geschütztürmen. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ich will hier nicht rein. Oh, guck mal, er hat einen Vault Boy da stehen. Nett.
Ach, das ist ein Stein. So. Ja, wenn wir schon hier zu essen sind, ich hätte gerne einen großen Kaffee und damit meine ich einen richtig großen Kaffee. Dazu zwei Donuts, am besten mit Marmeladenfüllung. Oder ich muss ja eigentlich abnehmen. Ah, mach mal drei Donuts. So. Und weiter geht's hier bei Slocum Joe's. Alter, hier hat's ja richtig verwüstet. Sonst noch jemand? Hier hat er sich hier hoch durchgebuldet. Ja, das ist Maulwurfsratten. Nervige Viecher. Hallo Heinrich, grüß dich. Lass dich nicht stören, alter Sack. Ich bin schon wieder weg. Hinten schwirrt irgendwas um. In der Basis des anderen Mitspielers. Aber das ist nicht unser Problem. Wie kommt man hier nirgendwo rein? Oh, da hängt was. Ein Tässchen Elend.
Ein Tischchen Elend, eine postapokalyptische Restaurantkritik von Glenn Ramos. Ich komme gleich auf den Punkt. Wenn diese gottverdammte Apokalypse auch nur ein Gutes hatte, dann ist es die Tatsache, dass ich nie mehr einen Kaffee von Slocum Joe trinken muss. Einen Angestellten von Slocum Joes in die Augen zu sehen zu müssen und mich der Höflichkeit halber für eine 28 Dollar teure, abgestandene, säuerliche Brühe zu bedanken, ist ein schlimmeres Schicksal als das nukleare Höllenfeuer. Ein Stern. Das war eine zerreißende Kritik gewesen. Nur jetzt interessiert es keine mehr. Okay, anscheinend kann man Slocum Joes gar nicht betreten. Oder habe ich vielleicht was übersehen? Da muss man doch reinkommen. Ich meine, warum baut man hier so einen großen Posten hin, wenn er nichts bringt? Das sieht mir nicht danach aus, dass man hier irgendwo Unterschlupf rein oder eine Treppe nach unten finden könnte. Nö. Nun gut, das war Slocum Joes. Freunde, das waret im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. So, jetzt bleibt uns noch hier dieses Bergwerk am Gorley. Hört ihr den ersten Eintrag des Tagebuchs der Aufseher erinnern? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das bereits gemacht habe. Aufseher, nennen wir diese Dinger Tagebücher. Das ist kein offizielles Logbuch, nur etwas für mich. Das Landwirtschaftszentrum, einer meiner ersten Jobs bei Voltec. Ich hatte mich ziemlich gefreut, weil ich als Kind immer auf dieser einen Farm gewesen war. Ich weiß noch dieses eine Jahr. Beim Herbstfest. Ich bin durch das Maislabyrinth gelaufen. Kreuz und quer. Mama und Papa riefen, dass ich es langsam angehen lassen sollte. Auf keinen Fall. Ich schätze, ich wollte immer ganz schnell hoch hinaus. Eine Pfadfinder-Pionierin zu sein, hat nicht gereicht. Ich musste Truppenführerin werden. Eine gute Schülerin zu sein, war zu wenig. Ich musste überall Einsen haben. Mensch, mir fehlt diese Zeit. Einfach nur ein Kind zu sein. Wir drei. Unser einfaches Leben. Unser einfaches Haus. Ob es wohl noch steht? Meisterschütze. Ja gut, aber ich verwende ja relativ wenig Pistolen mittlerweile. Eine nicht automatischen, ja, das geht alles auf Pistole. Nehmen wir Hacker. Nun gut, anscheinend kommt man in den Slocum Joes nicht rein. Nun gut, auch kein Problem. Kaffeetasse, Dankeschön. Siedler. Gibt also Siedler hier in dem Spiel? Beziehungsweise es gab Siedler hier in dem Spiel? Ja, aber ich würde sagen, bevor wir uns weiter erkundigen, eher gesagt, auskundschaften, was es hier in Fallout 76 sonst noch so gibt, würde ich sagen,
machen wir eine kurze Pause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, denkt dran, supportet mich und meinen Kanal, indem ihr ein Abo abschließt. Kostet euch natürlich keinen Cent. Die kleine Erinnerungsglocke neben dem Abo-Knopf drückt, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Hey, der Mario hat wieder ein Video hochgeladen. Ebenso über Likes und Kommentare freue ich mich auch jedes Mal. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Bis später denn. Ciao, ciao.